Ist so ein bisschen chaotisch bei uns in der Halle, muss ich mal sagen, weil wir noch das Audi Coupé Bodykit machen. Gleichzeitig, deswegen ist das sehr, sehr plan. Wir haben sehr viel Platzmangel und wollen quasi noch anbauen. Ja. Das wird aber erst Anfang des Jahres 2021 sein, wenn alles gut geht. Ne? So sieht's aus, meine Damen und Herren. Heute eine kleine Zwischeninfo hier von zum Thema Beetle. Kommst du von vorne? Siehst du ein bisschen besser? Mhm. So sieht's aus. Wir bekommen immer Ärger, wenn ich das mache. Wisst ihr warum? Ach, hinten darf ich noch nicht zeigen. Hinten darf ich noch nicht zeigen. Manche Geheimnisse behalten wir für uns. Ne? Beetle. Ich finde, das sieht gut aus. Im Prinzip sind das nicht die fertigen Teile, sondern die Prototypen, die gefüttert worden sind. Deswegen würde ich schon so, sogar behaupten, man könnte sogar so fahren. Ja? Nur Haube ist glänzend und das andere ist matt. Aber ansonsten würde das gar nicht auffallen. Ne? Gut aus. Echt gut aus. Und wir haben einen Auspuff eingebaut. Und zwar nicht nur JP Performance können Motoren umbauen, vorne, hinten, unten, oben, sondern auch wir. Wir haben hier einen Motor versteckt, theoretisch. Hm. Und deine eigene Auspuffanlage. Was denn? Hallo? Schick. Gemacht. Ja. Und zwar. Das ist echt Papier sogar. Also, wenn man das Auto anmacht, ja, spuckt der Feuer. Nur ganz kurz. Bis hier. Hier wird das ausgeschnitten, die Tür. Ja. Da kommt so eine Wulst wie auf ein Projekt und dann ist fertig. Ja, kann man schon so ein bisschen. Erahnen. Erahnen. Ja. Da. Kann man nach hinten gehen? Ja, passiert doch nicht viel. Ist doch okay. Nicht viel passiert. Ne? Ein bisschen. Hinten. Von hinten habe ich noch gar nicht gesehen, das Bild. Nein, hier so. Ich weiß nicht, ob wir das gezeigt haben. Ja. Finde ich fett. Fett. Schau mal, wenn du von hier gehst, ne? Weil fett wird aus. Finde ich geil. Ja. Aber jetzt sind die Spaltmasse schon so ein bisschen, schöner angepasst. Ja. Das kann man hier sehen zum Beispiel. Das ist noch nicht befestigt. Ja. Also es ist ja, wird ja normalerweise zusammen verschraubt. Aber hier haben wir, wie wir am Anfang gesagt haben, Warte, das wird ja von hinten verschraubt. Aber hier sind im Prinzip Spaltmasse auf Null. Ja. Hier sind ganz wenig wie original. Hier auch. Mhm. Ja, aber dass das hier quasi, wenn das lackiert ist, wie eine Fläche aussieht. So sieht's aus. Schön. Bis später. Sehr schön. Zum Thema Heck. Wir gehen mit dem Heck weiter. Guck mal, so wird er aussehen. Natürlich mit Rückleuchten und so weiter. Also, wie man auch hier sehen kann, es ist schon ziemlich viel passiert. Ne? Und zwar, viele haben auch gefragt, wie machen wir den Aufbau hier und so weiter. Ne? Vielleicht, Sascha, kannst du reingucken. Das ist dieser Schaumstoff, was ich... euch in alten Videos schon mehrmals gezeigt habe, schneiden wir so quasi in so Streifen, verkleben wir das und dann natürlich mit Ausmessen, mit allem, alles drum und dran, dass perfekt passt. Und das ist das Ergebnis. Natürlich hier die ganzen Löcher noch und so weiter, die werden noch, kommt noch Spritzspachtel 30 Mal, bis das Ding auf Deutsch gesagt aschglatt ist. Ja? Und dann bauen wir Werkzeuge daraus. Ne? Wie so ein Werkzeug aussieht, kann ich euch vielleicht zeigen, weil wir gerade etwas hier produzieren müssen. Deswegen liegt das hier mittendrin. Ja, warte, ich hol das. Meine Damen und Herren. Ich bin 1,76. Mit den Schuhen 1,78. Und wisst ihr, was das ist? Das ist das Werkzeug für die vorderen Kotflügel für meinen Rolls-Royce. Ja, da geht Material drauf, das kann man sich nicht vorstellen. Da kann man vier Kotflügelverbreiterung für den Beetle bauen und einen für den Rolls-Royce. Deswegen, das ist echt heftig. Also das Rolls-Royce hat die größten Kotflügel, die ich jemals gebaut habe. Ja.
So, und das ist zum Beispiel der vordere Kotflügel für den Beetle. Ja? Also. Ist kleiner wie für ein Rolls-Royce. Etwas kleiner, ja. Ist aber sauschwer, wirklich. Ja. Also die Prototypen sind echt heftig schwer. Ja? So sieht's aus. Wird überall Teilung gemacht und so weiter. Jetzt machen wir den Formbau und fertig. Wir haben hier schon so ein bisschen den Aufbau gemacht. Ja? Mal hier, kann man so eine Stufe schon sehen. Das geht ja komplett alles breiter als Serie. Wir haben hier das getrennt, hier ist schon breiter, könnt ihr sehen. Ja. Ja, original ist hier und wir gehen natürlich ein bisschen breiter. Deswegen, ja, viel Arbeit, ne? Der ist wirklich krass. Guck mal von vorne. Wenn du von vorne zum Beispiel hier guckst, guck mal, wo das Rad steht. Guck mal, wo die Verbreitung drauf ist. Also ich glaube, der ist etwas dezent breit. Ja. Yeah. Shit. Ja, auf jeden Fall. Vorne haben wir schon alles abgebaut. Mhm. Und das ist so, sieht ein bisschen aus. Nackt. Nackt. Aber wie gesagt, wir kaufen auch mit uns einen Beetle und werden so ein Auto bei uns in der Firma als Firmenwagen haben. Bleibt der Heckflügel? Nee. Guck mal her, auch hier. Der Heckflügel ist, der ist nicht schlecht, der wird ein bisschen höher gebaut, wie der hier. Ach, wie denn? Und hier, Achtung, und hier, siehst du das? Hier sind so, der ist hier gerade, sieht man. Hm. Hier ist der dritte Bremsleuchter, kann man das erkennen. Und hier geht er ein bisschen tiefer. Also, der wird modifiziert, definitiv. 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 Richtig.